Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Starfield. Beim letzten Mal bin ich ja daran gescheitert, den Platz zu finden, wo ich hin muss und habe nochmal auf der Karte irgendwie geguckt und dachte, ich muss hier irgendwie hin, aber das war es gar nicht und die Schwierigkeit, die ich einfach habe, ist, dass wenn ich hier ranzoome, ne, auch da, ne, dann geht es entweder nicht weiter, habe aber gemerkt, ach Mensch, hier ist ja diese Sternwerft hier oben, ich hätte gedacht, die ist irgendwo auf dem Planeten. Deswegen konnte ich das auf dem Planeten halt auch irgendwie nicht finden wahrscheinlich. Warum ich jetzt nicht in diese Stadt konnte, weiß ich zwar auch immer noch nicht. Jedenfalls ist die Sternwerft jetzt vor uns. Die war also im Orbit. Ja, ihr wusstet das wahrscheinlich. Habt den Bildschirm angeschrien. Ich weiß es jetzt auch. Ja, was soll ich dazu sagen? So, ich weiß jetzt nur noch nicht, wie man da rankommt, landet. Ich habe mich jetzt einfach hier erstmal davor gesetzt gehabt. Und... muss es ja wohl einen Dock geben. Wenn ich da überhaupt selbst ranfliegen kann. Das ist jetzt so, das bin ich jetzt sci-fi-mäßig so gewohnt, ne? Muss ich jetzt ganz klar sagen. Weil ich habe mich jetzt hierher gesappt. So, das wäre jetzt, also so, ich überlege jetzt an X4 oder so, ne? Irgendwo müsste ein Dock sein und da kann ich dann landen. Das sieht gerade irgendwie alles nicht so aus. Na gut, da ist anscheinend die Werft. Ah, diese Steuerung funktioniert einfach mal anders, als ich das gerade gewohnt bin. Ja, ich sehe aber keinen Dock. So, dadurch, dass ich die Station ja nicht auswählen kann, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich schießen würde. Ne, die Laser sind aus, das ist gut. Ja, ich kann ja hier nichts anklicken. Ich kann ja mal... C ist Antrieb. Den habe ich jetzt ausgemacht oder was? Ja, nee, eigentlich wollte ich auch gar nicht losfliegen. Ich wollte nur... Achso, Antrieb heißt auch dann auch schneller fliegen oder was? Nee. Ja, also Steuerung und so, ne? Also das Spiel könnte das schon ein bisschen sinnvoller erklären, glaube ich. So, so groß wie das Schiff ist, gibt es hier auch nicht wirklich eine Andockmöglichkeit, ne? Wie machen wir das jetzt? Und das da könnte doch so eine Andockmöglichkeit sein, oder nicht? Oh. Ist es aber wohl nicht. Das da? Hier irgendwie? Vielleicht so von oben dran? Wir haben ja oben so eine Luke. Könnte man ja überlegen, ob man sagt, das ist was zum Andocken. Tja. Dann drücken wir nochmal M. So, jetzt geht's nämlich schon los. Jetzt sehe ich wieder nur den Planeten. Obwohl mich der Planet ja gar nicht interessiert. Einmal rausgezoomt sehe ich das System. Bereits an dieser Position, sagt er. So, jetzt. Und das ist nämlich mein Problem. Er zoomt dann automatisch irgendwo rein. Da muss ich nur ein bisschen Zusicht mit der Maus dran sein. Das wäre aber mal schön, wenn ich irgendwie andocken könnte. Wie soll ich denn das machen? Weil ich bin da. Ich stehe vor der Station. So, das ist markiert. Ablehnen will ich es ja nicht. Ja, super, dann zoomt er jetzt total raus. Warum er auch immer dahin springt. Wie geht das jetzt? Ach so, das heißt F1, F2, irgendwie was? Ne, 1, 2, 3 und so weiter auch nicht. Y, X. Ach, oder schalte ich mit X zumindest da unten die Dinger durch? Ja, mit Z schalte ich zurück. Das ist halt die englische Tastatur, hä? Ach, guck
mal, V macht das mehr. Ja klar, M ist die Karte. Dass ich hier dann nicht so schnell zurückkomme. Es gibt hier auch leider nicht die Möglichkeit, diese Schiffsbewegung auszustellen, die Maus irgendwie zu benutzen. Ja, mit C schalte ich es wieder zurück. Also die beiden, also C und V schalten hier hoch und runter. Punkt, Komma, Minus, Umlaut, Aha. Ja, ich will aber auch keine Konsole aufmachen. Wie kriege ich das jetzt wieder zu? Was habe ich gedrückt? Ja, ich will nicht. Ja, Spiel P. Okay, das ist. Das ist Forschung. Oh, Waffen verursachen mehr Schaden. Das wäre nicht ganz gut, aber ich habe keine Skillpunkte. Geht also nicht. Ja, Schiff. Sternkarte, ja. Hier steht auch nichts mit andocken. Also, das ist echt. Das ist echt mies. F für. Ach, das ist hier ein Scanner. Warte mal. Wenn ich jetzt. Schieße ich jetzt? Ich würde schießen. So, ich kann es immer noch nicht anklicken. E drücken. Ach, hier, guck mal. Rufen, andocken, R. Okay, das heißt, ich kann auch nicht selber andocken. Und ja, das sind die Dinger, die ich gesehen habe, ne? Gut, jetzt weiß ich also, Mission abgeschlossen, ja? Oh, Alter. Puh. Spiel. So, wir kommen ja von hier in die Mission, ne? Liefern ist weg. Okay, Alter. Achso, das hier unten sind die abgeschlossenen, ne? Begib dich zur Venus. Mein Gott. Es hätte auch nicht noch komplizierter sein können, finde ich. Also das finde ich echt schade, dass man da nicht irgendwie ranfliegen kann. Tja, ist wie es ist, wa? So eine neue Mission hatte ich jetzt nicht angenommen, aber hier sind ja noch mehr, ne? Warte mal, wir sind in Cheyenne. Das wäre jetzt schön, das irgendwie hier zu sehen. Weil dann könnte man nämlich mal gucken, welche Orte sind denn im System eigentlich. Aktivitäten. Aha. Willst du den Vanguard beitreten? Ah, guck mal, hier, untersuche die Stromausfälle. Das ist doch, das hat der Typ mir doch erzählt, als ich da auf der Station war. Also in dieser Stadt. Und das soll ich untersuchen, ja? Das heißt, das war nicht einfach nur ein random Dialog, das war, ein Hinweis auf eine Mission, ja? Ah, okay, okay. Das muss man ja auch erstmal wissen. Hier vor Ort wäre irgendwie nicht schlecht. Aquila, Höhle säubern. Zweimal. Zerstöre die. Crimson Fleet? Wo? Im Cheyenne-System. So, dann gucken wir doch mal. Das müsste doch dann jetzt zu sehen sein. Auf Karte zeigen. Hier hinten, ja. Ja, Reisen nicht möglich, während ein Schiff angedockt ist. So, aber wir können doch schon mal X drücken. Auch nicht. Oh, das heißt, ich muss erst abdocken jetzt, ja. Nee, und wieso zeigt er mir das da jetzt an? Spiel, was zeigst du mir? Warum zeigst du mir was da hinten, wo das hier vorne ist? Okay, also, verstehe ich nicht. Wir drucken ab. So, Karte.
einmal rauszoomen. Wir wollen. Und jetzt ist wieder der Punkt. Wo wollen wir denn zu den Planeten? Scan nicht möglich. So, ich möchte gern dahin reisen. Und dann kämpfen wir, ne? Das, okay, ihr geht nicht in den... Ach ja? So, also, erstmal Gefechtsalarm. So, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Dass wir hier mal Laser und so weiter hochfahren. Ich will immer die Geschwindigkeit mit dem Mausrad reduzieren, weil ich das so gewohnt bin. Aber das geht ja hier so nicht. Oh, die Schilde sind runter. Den Rest kriegen wir doch auch hin. Wo sehe ich eigentlich meine Schilde? Da rechts 83. Oh, diese Schiffssteuerung, ne? So. Du kannst doch gerne aussteigen. Kann ich die irgendwie anrufen? Warte mal, wenn ich jetzt F drücke. Und E? Okay, da sehe ich die Schilde. Rufen kann ich die jetzt nicht, ja? Finde und zerstöre, weil ich hätte sonst überlegt, ob man die entern kann. Offenbar aber nicht. Wir nehmen natürlich alles. War es das? Das war jetzt die Crimson Fleet oder was? So, was hat er mir da jetzt hier für ein Symbol? Ja, das scheint es gewesen zu sein. Töte Freibeuter auf Bismarck. Jetzt ist die Frage, wo ist das? So, jetzt gucken wir doch mal, wo ein... Da, jetzt leuchtet es da hinten. Ah ja, okay, das heißt, Jörd. Das heißt, da muss ich hin. Ja, Kurs. Reisen. Jetzt müssen wir auch wieder Frachtraum haben, ne? So, wir sind jetzt hier bei Bismarck. Schade, dass ich jetzt die Karte nochmal neu rollen muss. Gut, wir landen vor Ort anscheinend. Wir brechen also mit unserem Schiff einfach in die Basis ein, indem wir die Basis einfach rammeln. Und wir stoßen die Hülle quasi. Ja, ungefähr tatsächlich, ja. Fällt halt gar nicht auf, oder? Ich meine, wenn das hier so ein Piratending ist. Die werden jetzt schon sich überlegen, ob da jetzt Freund oder Feind kommt, oder? Hier würde ich definitiv keinen Außenposten errichten. Ist das so? So, wir haben Bewaffnung. Planetenzustand. Was hat er jetzt wieder für ein Problem? Also hier geht's mir noch gut quasi. Und hier vorne geht's mir denn schlecht? Helm ist auf, daran liegt's nicht. Oh, hier ist wenig Schwerkraft. Gut zu wissen. So, mal kurz gucken, ob es da irgendwas zu holen gibt. Guck mal, Nickel. So, wir gehen natürlich hier überall rein, ist ja ganz klar. Hier, wie das schwankt, ne? Ich mach das gar nicht. So. So, da fliegt das hier durch die Gegend, ne? Geil. So, das brauchen wir. Nee, das brauchen wir nicht. Medipack nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir Geld mit. Was haben wir denn hier? Ein Helmständer. Ja, komm, nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, was sagt denn mein Gewicht eigentlich? I für Inventar? Naja, viel Masse habe ich nicht mehr frei. Vielleicht finden wir ja hier ein Verkaufsterminal. Können wir es hier gleich verkaufen, das wäre doch was. So, genau, Stimulanz. Also alles, was halt irgendwie Crafting-Material ist, nehmen wir mit. Notizblock brauchen wir nicht. Brauchen wir anscheinend auch nicht.
Okay, mehr ist hier nicht. Die kommt doch nicht rein diesmal, ne? Extreme Umgebungskälte stand da gerade, oder? So, was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Munition nehmen wir natürlich mit. Genauso wie eine Waffe und Munition und eine Klemme. Nee. Das brauchen wir alles nicht. Was, hä? Was ist hier noch übersehen, Mensch? Ach, hier ist auch Eis, hä? Also Schnee und so. Ach, guck mal da unten. Oh, nett. Ein Turm. Ich? Der meint mich? Aber warum? Atem anhalten. Ah, guck mal. Ja, und jetzt? Wo ist der Turm? Da ist er. So. Stirb. Oh, ich bin schon fast wieder tot, hä? Da fehlt mir so ein bisschen Feedback. Was ein bisschen schade ist, weil kriege ich den Hut nicht. Achso, ich bin übrigens wieder gesund, wie auch immer ich das gemacht habe. Ah, die kommen irgendwann wieder runter, hä? Aber irgendwann ist gut gesagt. Boah, hier dieser Sprung, ne? Wahnsinn. Führe 10 Boostpack-Strömungen im Kampf aus. Okay. Das habe ich jetzt ja gar nicht gemacht, oder? Oh, Mine. Offenbar. Gehst du weg? Sehr schön. So, das nehmen wir natürlich alles mit. So, dieser Turm hier ist explodiert. Beziehungsweise. Legst dich mit der Flieder an? Ja, tue ich. Hey. War's das? Okay. Ripshank. Ich höre was. Bring ihn um, hat er erzählt. Ja. Also das dürfte auch gerne ein wenig präziser sein, aber ist okay. Vielleicht liegt es ja doch an mir. So, was haben wir denn hier draußen noch? Granaten, wie voll bin ich eigentlich? Inventar. Oh ja, ich bin schon überladen. Und wo ist hier mein Sidekick? Ich will hier Material abgeben. Die Tricher nehmen wir natürlich mit. Munition nehmen wir auch mit. Ach, da ist ja noch einer. So. Immerhin, wir können hier munitionssparend arbeiten. Dann sind wir auch schon oben. Das nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich auch mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ja, Labor haben wir die Problematik, dass das erstmal eine Mine noch nicht viel bringt, ne? So, hier geht's runter. Mal gucken, wo es hier hingeht. Ach, hier liegt ja auch noch was. Guck mal. Waffenkoffer. Wie komme ich hin? So, wie sagt ihr hier, das Schloss ist zu schwierig. Okay. Ah. Oh! Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit.
Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein, würde ich sagen, ne? Hatte ich den schon gelootet? Ja. Oh, mal eine andere Schleuse. Da steht doch einer, oder? Oh, was ist jetzt? Ach so. Wie jetzt? Der fällt hier noch um, gerade. Wird da gerade was laufen hören? So, pass auf. Wir müssen Ausrüstung shiften. Ja, das soll auch so sein. Inventar. Waffen haben wir hier schon wieder genug. Die blöden Äxte, guck mal, das nutzen wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hm, anderes Visier, hä? Warum geht das nicht? So schwer? Hm. Hm. Okay. Na gut. So, nicht viel drin. Kopfbedeckung brauchen wir nicht. Haben wir hier. Boah, ist das auch nicht so wichtig, ne? Ach, hier ein Safe. Oh, zu schwierig, ja? Das ist ja gerade so ein bisschen... Meh. Okay. Das brauchen wir alles nicht, oder? Der Wert ist gerade echt gut, ne? Komm, wir nehmen das mit. Spannend. Okay, geil. So, wie sieht's da drin aus? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was faselt hier mit dem Licht rum? Ah ja. Aber immerhin, man muss ihm lassen, dass er mutig ist. Ach, das ist der Boss, oder was? Nee, Brigant, was auch immer der Brigant ist. Alles okay? Ja, logisch. Fußball, sehr schön. Verriegelt. Hm, ich hab's gesehen. Die Frage ist nur, wo wir zuerst lang gehen. Das ist ja ein Riesenteil hier. Viel zu erkunden. Okay, das geht, ja. Hm. Guck mal, der würde außen passen. Der würde mit dem gleichen auch außen passen. Das ist nicht richtig so. Innen. Der würde innen passen. So, warte mal, wir haben dann. Der passt außen und innen. Oh, jetzt ist hier mit Denken. Wir denken, ist gefragt. Warte mal. Oh Gott. Jetzt hier durchsteigen. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, dann hätten wir außen die. Noch übrig. Nee. Und außen nur die beiden übrig? Geht nicht. Das heißt, der hier vielleicht geht ja auch da drin irgendwo. Der geht auch drin. Und außen die beiden würde gehen. Wollen wir das mal machen? Wir nehmen das mal hier nach außen. So. Sieht gut aus. Okay, wir haben es richtig gemacht. Mal hoffen, dass sich das gelohnt hat. Helmständer. Ah. Ach, hier. Oh nein, das Schloss ist so schwierig. Ich habe keine Skillpunkte, ne? Doch, ich habe einen Skillpunkt. Warte mal, wo ist ein Schlossknacken? Das ist doch bestimmt hier irgendwo. Handel, Gastronomie, überzeugen, plündern, Dieb. Behandlung. Hm. Taschendiebstähle durchführen. Nee, das ist es nicht, was ich will. Plündern.
überzeugen, Gastronomie, Handel. Okay, haben wir das hier? Ne, physisch boxen, schleichen. Nee. Kampf wird es ja wohl nicht sein. Forschung wird es ja wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Ach, guck mal, ich müsste hier vielleicht auch noch Sachen reinstecken, oder? Technologie, okay, so, dann gucken wir mal. Sicherheit, Zielsteuerung, Schild, Logistik, Antrieb. So, jetzt erkläre mir doch mal. Wo ist denn Schlossknacken? Gibt Leute, so... Behältern, beim Durchsuchen von Behältern findet die Chance, dass du Munition findest. Ja, und Schlossknacken? Wie kann ich denn jetzt mein Schlossknacken erhöhen? Oder welchen Skill brauche ich denn da? Ach hier, doch hier, guck mal. Sicherheit. Du kannst Schlösser knacken. Pass auf, das machen wir dann jetzt. Aufgabe, knacke 5 Schlösser und dann könnte ich den skillen, wenn ich einen Skillpunkt hätte. So, reicht das jetzt hier für den? Ja, das reicht. Lehrling, okay, jetzt wird es schwieriger, ne? Ah, jetzt hat das hier 4. Das passt ja so schon mal. Das passt in dem Inneren. Ach Gott, hier das... Oh, das wird anstrengend. So, warte mal, wo passt denn das hier außen? Hier passt das außen, das passt aber auch innen. Das müsste entweder hier außen sein oder hier innen. Das geht auch in beiden. Das geht innen. Nee. Moment. Nee. Nee. Der muss anscheinend nach innen. Ja, der muss nach innen. Okay, der könnte außen sein, aber der könnte auch innen sein. Oh Gott, 4. Bis jetzt hat er noch nirgendwo gepasst, ne? Der sieht doch nach außen aus. Und dann bleiben außen noch die 3 übrig. Und das könnten die sein. Dann wäre das außen weg. So. Ach, das heißt, ich brauche gar nicht alle, oder was? Weil ich könnte den nehmen. Und den. Ah, okay. Ja, wir nehmen natürlich alles, ne? So, was ist das denn eigentlich hier? Man weiß es nicht. Stofftier. Ha, geil. So, was haben wir denn hier? Der passt außen. Innen passt ja nicht. So, das heißt, außen bleiben die 2 übrig. Das könnten die sein. Würde sagen, dann haben wir das außen. Ja, der passt hier nirgendwo, ne? Wir können die beiden hier nach unten nehmen. Und dann ist die Frage... Nee. Warte mal. Die hier, ne? Tada! Sieh mal an. Was da denn? Oben auf dem Steg ist ein Terminal. Ah. Wie kommen wir da hoch? Was ist das hier? Oh, wer hat 13.000 aus Schmuggelware aufgesammelt? Es ist illegal, derartige Items bei dir auf dem Schiff zu mitzuführen. Okay. Und hindere dich für die Dauer des Scans am Landen. Okay. Oh, hier.
Ja, Schmuggelware. Gucken wir doch mal, was wir damit anfangen können. Ach, hier, der Koffer auch. Okay, das kommt jetzt häufig, ne? Und vor allem sieht das relativ schwierig aus. So, wir bräuchten den hier, glaube ich. Ja, das passt. Und das passt. So, wir nehmen mal den. Und dann brauchen wir noch die beiden. Das passt. Oh, da habe ich, glaube ich, irgendwas aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Egal. Inaktiv. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Ja. Einstellen. Aktuellen Nutzer schützen. Richtig. Das wollen wir. So, Inhibitoren entfernen wollen wir nicht. Wir wollen sie jetzt aktivieren. Das heißt... Ah, da, guck mal. Der ist jetzt Freund, richtig? Ja, er sieht mich. Der Diebstahl von Objekten im Umfeld wird nicht geduldet. Das ist in Ordnung. Nett. Ja, guck mal da vorne. Fängst du an zu schießen? Bitte gehen Sie keinen kriminellen Aktivitäten nach. Ich verfüge über Kampf. Sehr gut. Will ich dich angreifen? Ah, ich habe die Erfahrungspunkte trotzdem bekommen. Das ist gut. Ist das so? Ich verliere? Meine Geduld meinst du, oder was? So, ich muss mal was zum Heilen nehmen, ne? Haben wir was Wertvolles? Sieht erstmal nicht so aus. Whisky. Einmal da durch, bitte. Er geht wieder zurück. Na gut, von mir aus. Das kriegen wir auch hin. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Ja, wo denn? Ach, da ist noch was drin. So. Etwa also schießen auf Sauerstoff? Nee. Ja, ich bin schon wieder viel zu überladen. Ach, da muss ich Experte für sein, ja. Ah, guck mal, ich könnte dieses Ding nehmen, dass ich nicht mehr überladen bin, hä? Warte mal, wie Hilfe. Ich muss ja eh irgendwie erstmal heilen. Mehr Sauerstoff machen wir. Bier, Schadensresistenz, mehr Dingens können wir auch mal nehmen. Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit, das auch Gesundheit. Hier auch, mal ja. So viel Zeug. Gesundheit. Gesundheit, Herz plus mehr Gesundheit, Schadensresistenz nehmen wir. Karotte. Achso, so viel zum Thema Kochen irgendwie, ne? Behalten wir mal. Das werden wir mal essen. Milch. So, Essenspack. Linsen, die sind anscheinend schon fertig, hä? Roggen.
taugt eigentlich gar nicht so viel, ne, was man so findet. Gesundheit, Gesundheit. Was ist hier? Ach ja, Forschungsprojekte. Ja, das habe ich geklaut, ja. Das essen wir mal auf, dann ist es wenigstens weg. Gesundheit. Hier, 15 Gesundheit plus 6 Tragekapazität. Wir gucken mal, wir haben jetzt 135. Was heißt denn das? Plus 8. Das heißt, dann kommen wir raus bei 43? Tatsächlich. Und wenn ich das nochmal esse? Ne, stackt nicht. Und wenn ich das jetzt nochmal esse? Auch nicht. Okay, schade. Oh, wie, was ist denn das hier? Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeugen dauerhaft um 2%. Skillbonus erhalten. Oh. Gut zu wissen, dass es sowas auch gibt. Da wäre fast die Frage, wie oft bin ich denn an sowas schon vorbeigelaufen? Haben wir wieder den Punkt? Man muss sich alles angucken. Aber zum Thema Brot. Jo, ne. Das nehmen wir natürlich mit. Das auch. Potato. Mehr damit. Geht nicht? Zwiebeln nehmen wir mit. Oh, da sind noch mehr Zwiebeln. Hier die Zwiebeln. Immer diese Jump Puzzle. So. Leider kann ich die Kartoffeln da unten nicht mitnehmen. So, was haben wir hier? Sellerie nehmen wir natürlich mit. Toplappen wären natürlich nicht schlecht, aber die brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. So, was haben wir hier noch? Eier, Snack. Das war's, ja, hier. Da waren wir drin. Medipack nehmen wir natürlich mit. So, dann ab runter. Credits nehmen wir natürlich auch immer mit. So, jetzt wird's doch wieder spannend. Nämlich Schaden? Ja. Okay, gesehen hatte ich das jetzt nicht. Pistole, Credits, nehmen wir natürlich mit. Das können wir nicht aufsammeln. Uran. Okay, der hat gesessen. Nix wie raus hier, sagt er. Ach, da. Ach so, hier der Boss dort. Ja, mit dem Ding davor schwierig. Wer da kommt. Auf den habe ich gewartet. Sehr schön. Oh, ich bin ja geknopt. Stimmt, das kann ja mein Anzug. Tja, ja, los hinterher, wa? Wen meinst du, den Roboter? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durchschieße auch, oder? Oh, der Roboter ist kaputt. Was ist da los? Sollte der nicht langsam mal tot sein? Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Das werde ich dann tun. Oh, hier. Achso, das hat ja nicht viel gebracht, leider. Da geht's noch tiefer runter.
Dietrich, nehmen wir doch. Pharmazeutisches Labor, ja. Nochmal so eine Roboterstation. Ja, da steht nochmal einer drin, stimmt. Ja, wir werden das rauskriegen. Oh, Schadgaspfütze. Aha. Hier geht's auch immer noch weiter. Wahnsinnig groß. Schlimm aus. Woran hier auch experimentiert wurde, lassen wir lieber die Finger davon. Ist das so? Sollten wir das tun, ja? Ich habe die ganze Zeit immer Angst, irgendwelche Skillhefte zu verpassen. Nee, das hier nicht. Der Spritzenphobiker ist das Spiel ja auch nichts, ne? Oh, hier. Sehr gut. Laser Radiation. Schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Also ich habe jetzt auch kein Terminal gesehen, wo ich diesen Roboter aktivieren könnte. Da ist noch einer. Da geht nichts. Notizblock wollen wir nicht. So, dann die zwei Türen. Ja, da wieder durch diese Pfütze gegangen. Biene. Warte mal. Na gut, dass wir hier auf jeden Fall nochmal lang gegangen sind, weil, wie man sieht, braucht man. Geht das hier raus? Einfach nur traurig. Was mag dieser armen Seele? Ach, hier ist das. Bin ich quasi von der anderen Seite reingekommen, hä? So, dann gehen wir nochmal. Gehen wir nochmal tiefer. Hier kommen wir weiter. Weißt du nicht, ob ich weiter will, so überladen wie ich schon bin. Okay, Das passt nicht. Das passt. Dann brauchen wir oben zwei. Also ich glaube, ich habe so die Methode gefunden, wie das relativ gut funktioniert. Dann nehmen wir mal den. So, und dann müssen die dahin, genau. Okay. Nehmen wir natürlich. Ach hier, guck mal, was ist das? Tja, wenn du auf Schatzsuche bist, dann nur zu. Ah, das kann ich nicht entsperren. Oh, hier. Waffenständerschlüssel. Na, das ist doch auch mal was. Perfekt. Sehr schön. Dann kriegen wir das doch jetzt auf hier, oder nicht? Wahnsinn. Sehr schön. Ist zwar jetzt nicht bombastisch, aber immerhin. Ja gut, hier kommen wir raus. Gehen wir raus. Ich bin völlig überladen. Das heißt, wir brauchen Skillpunkte in Lockpicking und wir brauchen Skillpunkte in Handeln und Verkaufen. Dann lohnt sich das ganze Geschleppe nämlich wenigstens auch. Verlassenes Robotiklager. So, was sagt mein Sauerstoff? Ja, mal aufladen lassen, kurz. Die ist gleich mitgekommen, das ist gut. Guck mal. Wenn wir eh schon überladen sind. Das können wir auch mitnehmen. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Ja, ich weiß doch.
So, das haben wir jetzt schon gescannt. Jetzt ist es grün. Ressourcen 1 von 3. Ach, guck mal, hier gibt es gar nicht so viel zu holen auf dem Brocken. Das wäre ja eigentlich fast was, weil man kann doch die Informationen dann verkaufen. Das heißt, eigentlich müsste man ja hier nicht mehr viel tun jetzt. Nur was Blaues, nicht, dass man was sieht. Wieso ist das Schiff eigentlich blau? Kann ich das Schiff scannen? Das Schöne an dieser Art von... Ah, ja. Das ist ja gut. Boah, ich auch keinen Sauerstoff hier. Guck mal, da ist doch was Blaues. Na, lass mich hoch. So. Was haben wir da? Kobalt. 2 von 3 Ressourcen. Perfekt. Mitgekommen ist sie sogar auch schon. Gebäude, Höhle. Natürlich. Wir können ja mal zu dem Gebäude hoppeln. In der Hoffnung, vielleicht noch mal diese letzte Ressource zu sehen. Noch verbrauche ich keinen Sauerstoff. Interessant. Ah, da ist es. Guck mal. Letzte Ressource. Dann haben wir das Ding hier vollzählig. Und das ist Wasser. Eisvorkommen. Ach, das muss ich abbauen. Ja, ja, analysiert. Sehr schön. Wir haben den ersten Planeten analysiert. So, jetzt ist eigentlich nicht mehr weit. Aber ach, komm. Wir gehen einfach mal zurück. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Da leuchtet auch irgendwas. Hey, das ist schon witzig, so das Hin- und Hergehoppel hier. So. Hier einfach mal in der Schwerelosigkeit geparkt. Was ist das denn? Ja, Nahrung nehmen wir mit. Und das war's hier für diese Folge. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und lasst es euch gut gehen. Tschüss.